Hi bei kugelbahn.de. Heute geht es nicht direkt um eine Kugelbahn von Fischer Technik, sondern um so ein bisschen Physik-Experimentierkasten. Das ganze Ding heißt Funny Machines. Und was da in dem Karton so alles drin ist und was sich daraus basteln lässt, das schauen wir uns in diesem Video jetzt an. So, starten wir mit der Frontseite des Kartons mal und hier sieht man schon am Schriftzug, dass sich daraus drei verschiedene Modelle bauen lassen. Und da ist auch eine Gauss-Kanone dabei, die ja bisher bei den Kugelbahnen noch nicht dabei waren, bei den Fischer-Technik zumindest. Auf der Rückseite sieht man dann die drei Modelle, wie sie nach der Anleitung aufgebaut werden können. Und was hier auch gleich auffällt, ist, dass die bislang grünen Teile, wie dieser Trichter oder die Schienen für die Kugeln, plötzlich in blau sind. Und es gibt hier auch so gelbe Stützen, die ja bisher immer nur schwarz waren. Und ich würde sagen, wir packen den Karton jetzt einfach mal aus. Und jetzt muss ich gucken, ob es alles richtig rum ist. Natürlich nicht. Hier hat man zwei Griffe, wo man den ganzen Inhalt auf einmal mit rausziehen kann. Und damit ist der Karton auch leer. Und wir können den an die Seite packen. So, hier ist alles drin, was hierfür benötigt wird. Hier ist der blaue Trichter zum Beispiel drin, wie eben erwähnt. Hier ist eine Art Kabel. Nein, es muss ein Gummiseil ist das. Okay, ein Styroporball, dann haufenweise Tütchen mit lauter kleinen Teilen drin und auch in vielen verschiedenen Farben. Es geht hier bei dieser Kiste also deutlich bunter zu als bei den Dynamic-Kugelbahnen. Und hier sind die blauen Schienen zu sehen. Da gibt es also welche von, und zwar ganz schön viele eigentlich. Dann ist hier diese üblichen Werbebeilagen, die brauchen wir jetzt nicht. Und hier ist noch ein Tütchen mit etwas technischeren Teilen. Hier ist auch ein Zahnrad mit drin. Den Trichter hatten wir schon. Hier sind viele kleine Teile, die ja zum Verbinden der Elemente gebraucht werden. Hier ist noch ein Metallstab. Und hier ist wahrscheinlich die Gauss-Kanone. Probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich habe nämlich auch die Kugeltüte gerade in der Hand. Und da bin ich dann doch ein bisschen neugierig. Dann legen wir jetzt mal hier zwei da dran. Und lassen mal, eine draufstürzen. Aber die schießt jetzt nicht weg. Oder geht die nur in eine Richtung? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, scheint so. Also die Gauss-Kanone funktioniert schon mal und auch sonst nichts viel Neues, alles sehr bunte Teile und ein Stück Faden ist hier noch drin oder Schnur, noch mehr Verbindungsteile und kleinere Elemente, die schwarzen Säulen und diese kürzeren Elemente dafür und hier sind auch noch mal lauter Verbindungsteile und am wichtigsten diese drei Grundplatten, wo die Bahnen dann hinterher drauf stehen. So, und natürlich braucht man ein Anleitungsheft, was wieder sehr dick ist. Und wie man das von Fischer Technik kennt, ist das auch sehr gut bebildert hier, die einzelnen Aufbauschritte. Bei komplizierteren, größeren Bahnen wird es manchmal grafisch etwas unübersichtlich, aber im Großen und Ganzen ist das schon immer sehr gut gemacht. Und ich würde sagen, ich baue jetzt mal die erste Bahn auf. Okay, nach circa einer Stunde Bauzeit hat man diesen Parcours 1 von den drei verschiedenen Parcours, die im Set enthalten sind, aufgebaut. Hier ist ein kleines Auto und das Ganze funktioniert wie eine Art Kettenreaktion. Und zwar fährt dieses Auto gegen diese grüne Tür, nenne ich es mal, mit diesem Torbogen.
und löst dann oben diese Sperre von diesem Windrad und dadurch fällt das Gewicht nach unten auf diese gelbe Wippe, die dann hinten natürlich hochgeht und dadurch die Styroporkugel losrollen lässt, die dann auf diesen grünen Schienen entlangrollt, diesen Hebel auslöst, dieser ausgelöste Hebel vom Hebel dann gegen die silberne Kugel fällt, die rollt gegen die Gausskanone, die wiederum die Kugel dann nach oben schießt, einmal um die Kurve rum und dann schießt das Ding um die Kurve rum, na, Kamera hinterher und nochmal um die Kurve und löst dann dort diesen Hebel aus, der eine Ebene höher die Kugel auslöst, die wieder ein Stück runterrollt, wieder gegen den gleichen Hebel und da auslöst und nochmal gegen einen Hebel und dann auf der obersten Ebene die andere Kugel losrollt in den Trichter hinein. Auf diesen Auslösemechanismus fällt, der die Bremse an den Zahnrad löst und dann fällt die Styroporkugel, die idealerweise dann auf dieser Schleuder liegt, diesem gelben Teil da, und das Ding schießt dann in diesen Auffangbehälter hinten rein. Da ist der Auffangbehälter zu sehen, genau, und in der Theorie funktioniert das also ganz wunderbar. Und ob das auch wirklich klappt, das müssen wir uns anschauen. Es gibt nämlich ein Problem mit diesen grünen Schienen hier. Man sieht schon, die laufen irgendwie so breit auseinander. Und das liegt aber auch zum Teil daran, dass diese Schienen schon in der Verpackung etwas krumm drin waren und durch die breiteren Schienen verlangsamt sich die Kugel und kriegt diesen grünen Hebel nicht richtig bewegt und dadurch löst sich dieser Mechanismus nicht komplett aus. Aber wir schauen uns das jetzt einfach mal in der Praxis an. Und man kann jetzt auf diesen Bildern ganz gut erkennen, dass der Styroporkugel einfach der nötige Schwung fehlt, um diesen Hebel wirklich umzulegen und den Nachfolgemechanismus auszulösen. Wir tun jetzt einfach mal so, als hätte das funktioniert und stoßen das ganze Ding per Hand an und der Rest der Bahn läuft dann auch problemlos durch, wie man gut sieht. Jetzt ist die Kugel im Trichter, fällt jetzt raus und der Styroporball schleudert dann in den Auffangkorb rein. Schauen wir nochmal zurück auf diesen sperrigen Auslösemechanismus. Dieser Hebel, der da angestoßen wird und eigentlich jetzt schon runterfallen müsste, fällt viel zu spät. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass dieses Scharnier viel zu schwergängig ist, um das Teil vernünftig runterklappen zu können. Und ich habe ja schon jetzt, ich stoße jetzt mal richtig feste dran und trotzdem funktioniert es nicht. Und so feste stößt das die Styroporkugel ja gar nicht an, was natürlich auch wiederum damit zusammenhängt, dass diese Schienenführung für die Styroporkugel hier nicht ideal aufgebaut ist, eben weil, wie eben erwähnt schon, diese Schienen etwas krumm waren. Ich habe die auch versucht gerade zu biegen, aber das hat nicht sonderlich viel genützt. Das ist wirklich ein kleiner Makel. Und ich sehe auch nicht, wie oder wo ich da einen Konstruktionsfehler gemacht haben sollte. Schauen wir nochmal auf diesen Aufzugmechanismus. Den kurbel ich jetzt mal hoch und dabei kann man schon ganz gut erkennen, dass das Ding ziemlich wackelt. Und ich finde, hier hätte man noch so 2-3 Streben verbauen können, dass das Teil ein wenig stabiler ist. Nichtsdestotrotz funktioniert es, wie man jetzt hier sehen kann, stürzt das Gewicht runter, löst die Wippe aus und die Styroporkugel wird zuverlässig ausgelöst. Größere Bedenken hatte ich eigentlich wegen diesen drei Hebeln hier, aber die funktionieren hingegen tadellos. Auf ein abschließendes Fazit zu diesem Set von Fischertechnik möchte ich jetzt gerne erstmal verzichten, weil dafür möchte ich gerne noch die anderen beiden Bahnen aufbauen. Ich fand es nur relativ wichtig, hier auf diesen
naja, entweder ist es mein Konstruktionsfehler oder es liegt halt wirklich irgendwie an den schiefen Schienen, die ich dabei hatte. Ich habe mir natürlich Videos auf YouTube angeschaut und da ist das Ding problemlos durchgelaufen. Also grundsätzlich funktioniert das. Ich denke mal, dass es einfach an diesen grünen Schienen liegt, die die Kugel zu sehr abbremsen, weil die einfach so breit auseinanderlaufen. Ich könnte natürlich jetzt da irgendwas zwischen rein konstruieren, aber so richtig Sinn der Sache ist das ja eigentlich auch nicht. Falls jemand eine Lösung hat oder möglicherweise sehen kann, woran es liegen könnte und eine Idee hat, dann schreibt das doch einfach unten in die Kommentare rein. Wo ich allerdings etwas zu sagen kann, ist die Stabilität der Bahn an sich. Also gerade dieser Aufzugsturm, der hätte etwas stabiler konstruiert werden können, der wackelt doch ziemlich rum beim Kurbeln und dieser Auslösemechanismus vom Windrad ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Okay, es funktioniert alles, aber hier hätte so mit 2-3 Streben durchaus mehr Stabilität erreicht werden können. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert das Glöckchen und dadurch werdet ihr beim nächsten Video direkt benachrichtigt, wenn ich dann die anderen beiden Bahnmodelle von Funny Machines vorstelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.